Yo, Bitches! Wir sind hier am Start mit Castle Crashers, der zweite Part. Und warum gehst du jetzt hier rein? Ich wollte zum Händler. Der ist zum Händler. Hier. Ah, okay. Und ich bin der Tiatinken und wir sind wieder voll am Start. Ja, der Pilz hier ist jetzt endlich Hattie. Kennst du das Lied aus Battleblock Theater? Welches? Buckle Your Pants. Ah, oh. Da bin ich jetzt gerade überfragt. Dieses Schwert macht mich eins schwächer und dich? Hä? Es macht dich auch schwächer? Aber agiler macht es mich. Oder macht es dich... Ja, aber ist ja Schwachsinn. Nee, das ist wirklich Schwachsinn. Okay, ich glaube, wir gehen einfach weiter. Wir haben ja, insgesamt ja sowieso ein paar Skillpoints verteilt. Genau. Wo wollen wir hingehen? Dog oder Waldeingang? Entscheidung. Ja. Ich bin für das Dog irgendwie, weil da so wassermäßig... Ja, ich wollte gerade sagen, Wasser ist das Schlimmste überhaupt. Hallo ihr Möwen. Hallo Möwe. Und die sehen eh... Die machen alle das gleiche Gesicht. Ich brauche die Reliquien, bevor wir segeln können. Oh. Reliquien? Ah, die müssen wir jetzt wahrscheinlich... Das erste haben wir schon. Das lag direkt vor dem Händler da rum. Die anderen beiden. Ah. Ich bin mir übrigens auch unsicher, wo wir Waffen herbekommen. Ich meine, wir müssen dazu so Händler. Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht gibt es irgendwelche Secrets oder so. Weiter als bis hierhin habe ich das Spiel übrigens nie gespielt. Krokodilreiter! Ist der wirklich auf... Das ist kein Krokodil, das ist ein ausgewachsener... Oh mein Gott, du hast einen Dino! Wow. Und du hast einen Bogen. Yay. Viel Spaß mit dem Bogen. Vielleicht wirst du ihn sogar hin und wieder mal einsetzen. Ich fühle mich gerade wie Link. Nur auf einem... Ich fühle mich wie Hattie. Was war doch mal mein Zauber? Ich glaube... Ist das ein Krokodil oder ein Dinosaurier? Das ist ein Krokosaurus. Aber das Krasse ist, der hat ja gar keine Arme. Also der hat keine... Siehst du meinen Zauber? Pass mal auf. Ja. Wusch. Oh, krass. Stimmt, der hat keine Arme. Ha. Ups. Ah! Ich glaube, der Typ hat dich gepackt. Au, au. Ich bin mir so sicher, dass die Kapuzen da von den Typen einen Popo darstellen sollen. Ich bin mir so sicher. Der Typ hier ist viel zu... Wie verhält denn der aus? Stark. Friss Wal. Brrr. Oh, er ist down. Das war bestimmt der Wal. Der kackt übrigens immer noch Gold aus, falls du Geld brauchst. Wer? Ach, der Wal. Ah, da. Ja. So ein kleines Würfelchen. Oh, und ich habe coolere Pfeile jetzt. Siehst du das? Boah, krass. Die sind echt cool. Und wenn ich R2 drücklasse, kommen da lauter so Gems raus. Die muss man im Battle Theater sammeln. Oh shit, ich habe so viel Leben verloren. Warte mal. Apfel. Oh ja. Haben wir sonst noch was da oben? Ah, auf der Dingstaste? Oh Gott, hör auf mich zu fressen! Nein! Los, Wal! Greif an! Oh, was war das? Das war ein Zauber. Baumstümpfe. Kann man den Baum fällen? Baum! Oh Gott, das gefällt mir nicht. Ah. Ist das Viech eigentlich? Ja, das ist stark. Was war das gerade, 100? Ich glaube hast nicht. Du 100 Schaden gemacht? Nein. Ich glaube, ja, es war 10 2 auf 2 Gegner nebeneinander, sahen aus wie eine 100 und... Verdammte Scheiße, ich bin immer noch fast tot. Ich finde schön, wie sie manchmal den Kopf verlieren. Ja, das ist ganz, ganz niedlich. Njam. Njam, njam. Oh, wie er sabbert. Das sieht so scheiße aus. Mal schauen, wie glücklich er ist, wenn er ganz normal reitet. Yay! Ich mag ihn. Ja, ich auch. Wie glücklich wollen wir er ist. Ihn nennen? Ich bin für den Krokodok. Der hat nämlich ein eigenes Lied. Ist der Krokodok. Kennst du den Krokodok? Nee. Krokodok? Dann ist es der Krokodok. Kennst du nicht den Krokodok? Nein. Von woher soll ich den kennen? Die Werbung. Hä? Das war so ein Krokodilspielzeug und da waren so verschiedene Zähne, musstest du reindrücken. Wenn du einen falschen erwischt hast, dann hat er die Hand abgehakt. Ah, doch. Ja, das kenne ich noch. Das ist der Krokodok. Aber das ist ja ewig her, wo das mal im Fernsehen war. Ja. Ich wollte ihn irgendwie haben wegen der Werbung, aber irgendwie dachte ich mir auch, ich glaube, das ist richtig scheiße. Du kannst ja so ein Review dazu machen oder ein Let's Play. Ein Let's Play zu Krokodok. Ja, so ein Real-Life-Let's Play. Ich weiß nicht. Kommt bestimmt krass. Ich bin mir sicher, Krokodok kostet zwischen einiges. Ich meine, es war bestimmt ein beliebtes Spielzeug. Eine Eule! Die hat mir... Die hat geschissen, oder? Ich nehme hier gerade eine Dusche, willst du mich mit dir alleine lassen? Los, Wal! Ja, ist gut. Okay, ich... Die kackt in deinen Hut. Was zur Hölle? Geh mal da hin, bekommst du vielleicht die Heule als Haustier.
Ich glaube, die Nein, ist die. Tot. Okay. ja, was soll man dazu sagen? Ja. Der hat sie wohl totgekackt. Wow! Was ging mit ihm? Das ist ja richtige Star Wars Action. Stirb! Das sage ich nur wegen meinem Laser. Oh, lecker Essen. Ja. Das gibt scheiß viel Leben. Das gibt wirklich 110. Darf ich dich jetzt für immer Pilz der Unglaubli nennen? Das darfst du gerne machen. Okay, Pilz der Unglaubli. Ah! Ein Artefakt. Pilz der Unglaubli. Ja, besuch mich in der Waffen. Was? Waffeninfos? Was? Ich glaube, wir können. Ja, in der Waffeninfos, was auch immer das ist. Also. Achso, besuch mich für Waffeninfos. Ah, das macht dann wieder fast Sinn. Sollten wir lesen, bevor wir kritisieren, dass irgendwas vielleicht nicht richtig geschrieben ist? Wir haben ja nicht kritisiert. Ich war kurz davor. Ja. Ich wollte meinen Korrekturstift rausnehmen und eine fette Sechser draufschreiben. Oh, pass auf, das wird der Hammer, das kenne ich noch. Keine Ahnung, warum ich das gerade aus. Okay, also die Tiere in diesem Wald sind etwas eigenartig. Da, kannst du ihn als Haustier mitnehmen? Ich weiß, dass der da mehrere so Begleiter gibt. Geh mal zu ihm hin. Hallo. Oh, er mag mich. Besuch mich für Tierinfos. Und übrigens, du hast eine neue Waffe. Du hast einen Fleischerhammer. Ich bin fast tot schon wieder. Ich glaube, es macht sich bemerkbar, dass du deine Verteidigung erhöht hast. Fällt mir jetzt gerade so auf. Stimmt, ein bisschen. Ganz minimal macht es sich bemerkbar gerade. Ich bin nämlich die ganze Zeit über fast am Sterben und du irgendwie... Ja. Oh, okay. Was auch immer. Okay, komm durch mal um den Bösewicht. Ich nenne das Chamäleon Melly. Das ist kein Chamäleon. Hä? Das ist mehr Seepferdchen. Das ist ein Chamäleon. Aber Chamäleon... Das ist doch ganz klar ein Chamäleon. Der also Junge Leute, aus Limbo. Wir stimmen ab, was es ist. Schreibt in die Kommentare, ist es ein Chamäleon oder ist es... Nein, pass mal auf, Chamäleon. Also erstmal, ich habe noch nicht gesehen, dass er seine Farbe geändert hat. Und zweitens, was ist das zweite wichtige Merkmal eines Chamäleons? Die Zunge oder so? Die Augen. Ach so, stimmt. Die sind hier nur schwarze Punkte. Aber es ist auf jeden Fall ein Chamäleon. Bin mir ganz sicher. Ich sage, es ist ein fliegendes Seepferdchen. Das war nämlich am Fluss. Ach, Quatsch. Es war im Wald, ja? Dann ist es ein Chamäleon. Chamäleons leben im Wald, in deutschen Wäldern, ja? Im Schwarzwald. Im Schwarzwald. Artefakt. Was? Oh, darf ich jetzt dein Schwert klauen? Ach du, ja, kannst du. Will ich eigentlich gar nicht. Willst du dieses Buschding behalten? Alter, es gibt dir Schaden plus 3, das Schwert. Oh. Ich glaube, jetzt hast du es einfach aufgehoben. Nee, es ist verpufft, oder? Ich weiß nicht so recht. Ich habe auf jeden Fall, jetzt einen Deko-Stick. Warum? Ich will nicht... Hä? Was hast du jetzt für eine Waffe? Keine Ahnung. Du hast eine geile Waffe gefunden? Ja, die lag hier hinten. War nicht extra. War nur aus Versehen. Passiert. Oh! Der hat jetzt auch wieder die Scheißerei, oder? Lass mich raten. Da denkt man erst so, oh, jetzt kommt der krasse Endboss of Doom und dann scheißt er sich einfach mal ein. Das wird doch der Endboss of Doom. Ich habe da so ein Gefühl irgendwie. Ich dachte, ich wollte das Gold klauen. Wer bist du, Werwolf? Oh, ich habe keine Ahnung, wie stark meine Waffe ist. Hä, wohin rennt der? Hey, bleib da! Okay. Du hättest ihn fast noch getroffen gerade. Ja, vielleicht sollte ich... Ich glaube, ihn bei Wäsche macht gestört. Ich dachte gerade einfach mal, ja, gucken wir mal, wie er reagiert. Darum habe ich nicht angegriffen. Oh Gott, ich mache nur noch die Hälfte von meinem ursprünglichen Schaden und ich halte immer noch so wenig aus. Was würde jetzt passieren, wenn du sterben würdest? Was natürlich niemals möglich ist. Das ist nicht mehr, das ist lange her. Als ich zuletzt im Koop spielen wollte, da war es super laggy und ging nicht richtig. Oder ist ein Bild von deiner Oma. Wo? Oh ja. Vielleicht bekomme ich Blähungen. Vielleicht finden wir auch eins von meiner. Ich glaube nicht. Was? Fleisch. Wir laufen vor was weg. Ja, da Hunde. Wer bist du? Bam! Oh, das hat der. Diese Säure bringt gar nichts, oder? Da steht dann immer ein Schaden oder so. Irgendwie? Ja, du hast sie nicht hochgelevelt. Oh. Ich glaube, ich werde meine Magie ab jetzt hochleveln. Ja, ich glaube, meine Verteidigung ein bisschen. Oh Gott. Ich habe Angst. Keine Angst. Ich beschütze dich. Ich mache keinen Schaden und ich halte nichts mehr aus. Dann lenk sie ab. Wie denn? Weiß ich nicht. Ich halte nichts aus. Oh, Level up. Okay, jetzt gibt's auf die Fresse. Oh, dann kriegst du wieder Leben voll. Das ist cool.
Du bist auch kurz vom Level ab. Ja? Wo sehe ich das? Ah, in den XP, okay. Macht alles Sinn. Ja. Level up! Yeah, jetzt kriegt er auf die Fresse. Bananen. Ja, die solltest du nehmen. Du hast nämlich noch ein bisschen Leben verloren. Und ein Apfel ist da auch noch für dich. Apfel. Oh. Ich bin ja immer noch ein Fan von den grünen Äpfeln. Dieser Wal fliegt einfach mal durch die Gegend. Der Wal ist super. Kann mein Chamäleon auch so eine coole Superattacke? Nein, eigentlich? Das ist nicht das ist mein Zauber, das Teil hier. Ah, okay. Oh. Geld. Okay, den haben wir richtig mit... Ich spüre da ein Rumblen. Oh Gott, kann ich auf den Reh hüpfen? Oh, was ist mit dem Hasen los? Hallo Reh! Wollen wir schauen, was das ist? Das ist Schokoreh. Ich weiß nicht. So ein bisschen interessieren tut es mich ja schon. Mich interessiert es ein bisschen sehr. Oh Gott, das Rumble wird... Oh, da ist nichts. Rumbelt dein Controller auch? Ja, und wie Sau. Ha! PS3-Controller funktioniert scheinbar wirklich am PC. Ja. Oh, ich will das Eichhörnchen. Nein, ja. Oh. Hallo. Er ist wütend. Oh. Warum reiten wir jetzt auf den Rehkitzen? Ich hab keine Ahnung. Ich kann auf jeden Fall hüpfen und wir können noch zuschlagen. Hüpfen! Oh, ja. Warum haben wir nicht das eine, das kackt? Oh, ich wäre so gern auf dem. Wahrscheinlich, wenn man zu viert spielt, hat einer das dann. Oh ja, wahrscheinlich. Dieser glückliche vierte Spieler. Ja. Hüpfen einfach vielleicht die ganze Zeit. Ah! Okay. Die ganze Zeit hüpfen ist auch nicht die Taktik. Ah! Nein! Oh nein! Au! Oh, ich bin schon wieder fast tot. Ja, ich auch. Ich schaff das du gar nicht. Du bist nicht fast tot, du hast noch fast keinen Schaden genommen. Schau dir mal deine Leben an. Ja, aber warum verliere ich keine Leben, wenn ich die ganze. Schau mal, ich bin scheiß viel Verteidigung hast. Ich bin 10-mal jetzt mehr an die Wand geknallt als du gerade. Oh, ich hab mit. Achso, der Trank ist eine Wiederbelebung. Okay. Oh, das hat mir gerade Schaden gemacht. Aber dick. Aha. Oh ja, das war nicht gut. Okay, wir gehen das Ganze hier noch. Wir können das. Wir schaffen das. Bin mir nicht sicher, ich hab Angst. Das war skillig. Wie wir da gerade durchgekommen sind. Wie wir da durchgekommen sind. Ja, wir. Wir. Au. Hey, da war ich doch durch eigentlich. Naja, scheinbar nicht. Okay, jetzt da. Du gerade alles mit. Ja. Wenn du einen Trank hast, kannst du wiederbelebt werden, soll ich das sagen. Aber ich weiß nicht mal, wie ich den einsetze. Automatisch. Wie lange geht das denn noch? Ich weiß nicht. Ich glaube, es sollte zu Ende sein, oder? Müssen wir den irgendwie angreifen oder so? Nee. Wie denn? Damit? Oh. Alter, was ein Stress. Oh nein, das... Ich will auf das Scheißreh. Ich halte mich fern von dem. Da, nimm die Birne mit. Sag mal, können wir mal hinterfragen, was ihr da oben macht, Gentleman? Fishy. Ist das ein Carpador? Hey, cool. Oh Gott. Oh nein. Au. Ey, ich bin tot. Was? Ja, die haben mich gefressen. Oh, Krokodok. Das ist der Krokodok. Na warte, du Drecksack. Du wirst echt einfach gefressen. Was ist denn das für ein Vieh? Ich hab keine Ahnung. Ja. Ich glaube, es wird mich töten. Ich bin mir Der Krokodok ist weg. Oh, es hat mich. Sag mir bitte, dass ich auf den Hai kann. Oh mein Gott. Oh, fuck. Das war nichts. Das ist ein Apfel. Oh, fuck. Du kannst mit drei. Nee, nicht mit Dreieck. Mit. Du weißt schon, Y. Kannst du, glaube ich, auch den zum Beißen bringen, eventuell. Ach ja, mit Y kann man noch einen anderen Angriff machen. Das habe ich ganz vergessen. Da kann man so ein bisschen Kombos raushauen. Ja. Wie du siehst. Ah, nein. Hör auf. Ja, daran bin ich gerade eben gestorben. Nein, ich habe Start gedrückt. Apfel. Das ist natürlich praktisch. Und jetzt wird es, glaube ich, wirklich... Okay, jetzt wird es eng. ...schwierig, das noch zu schaffen. Ach was. Vor allem, weil du alleine bist. Geh auf den Krokodok, der hilft dir. Irgendwie habe ich das Gefühl, der hilft nicht wirklich. Ich kann den nicht in dem Maße genau steuern, wie ich das gerne würde. Der schwimmt auch irgendwie nur so Brain-AFK durch die Gegend. Ja. Dieses Stück Holz wird mir mehr helfen. Oh, und du kannst das Stück Holz lenken. Es hat bestimmt irgendwie ein Lenkrad oder so. Oh Gott. Geht weg. Ich will den Apfel. Wie lange geht denn dieses Level hier noch? Warum ist das kein vernünftiges Level? Ja, warum bist du tot? Das macht alles, das nimmt ein bisschen die ganze Action daraus, wenn ich alleine rumstehe und mit meinem Holzknüppel auf dem.
Ja, ich kann nichts dafür. Die Wände haben mich die ganze Zeit und dann haben die mein Hirn gegessen und alles. Ich verstehe schon, aber reiß dich beim nächsten Mal bitte etwas zusammen. Eine Birne. Mehr Leben. Das ist vor allen Dingen auch ein super langes Level. Oh. Ja. Oh, hey Captain König. Da sind Blät. Viel Spaß. Oh Gott. Warum muss ich das alleine machen? Ich weiß nicht, ob ich dafür bereit bin. Doch, ich weiß, ob ich dafür bereit bin. Bin ich nicht. Oh Gott. Ich mach doch gar keinen Schaden. Was? Was war das? Blöde Katze. Ja. Ich hab Angst. Das war so eine Mischung aus Scheißhaufen und Haarballen, oder? Gerade. Nein, ich glaube, ja, es war so ein Haarball. Wobei, anhand von den anderen ganzen Tieren hier, könnte man vermuten... Oh, der Krokodil. Der Krokodil. Krokodil. Das vielleicht Kacke war. Gott, es wäre echt cool, wenn ich nicht absurd wenig... Soll ich mich einfach töten lassen? Ich meine, wenn ich das hier so weitermache, dann dauert das Jahre und ich kann eh nichts mehr machen. Es läuft gerade sowieso, glaube ich, darauf hinaus. Ja. Kannst du es bitte beschleunigen? Ich will meine Punkte von meinem Level-Up dann cool einsetzen. Und ich mache dir einfach mal gar keinen Schaden. Was ist mit dem... Was hat's... Oh, der... Hilft der dir eigentlich, oder? Ich weiß nicht, ich glaube, der ist nur Deko. Ich meine, ich sehe nur, dass er sich hinter seinem Schild versteckt. Ich kann was... Nee, das bist du. Mach mal was Cooles. Ich werde Magie machen. Wirklich so viel Verteidigung. Ich weiß nicht genau. Na, ich will schon ein bisschen tanky sein. Und Magie bringt mir gar nichts, wenn dann Stärke. Irgendwie. So. Oh. Das waren also meine Werte. Das erklärt einiges. Alles auf Stärke, ja. Ich bekomme neuen Zauber, wenn ich das so weit gemacht habe. Neuer Zauber. Okay, warte. Wir wollen zur Waffeninfo, habe ich gehört. Wo sind wir denn hier? Wir haben mehrere Level gemacht. Ha! Deswegen war das so lang. Ja. Ich verstehe. Okay, ich glaube, wir wollen Bergfried. Oder? Ja, hattest du überhaupt die Uhr im Blick gerade? Ich habe die Uhr im Blick. Hey, ja, schau, ich habe coole Tränen. Bei wie viel sind wir jetzt? Oh. Wir sind jetzt bei 18 Minuten. Das ist alles ganz entspannt. Ach, das geht ja noch. Das kam mir gerade vor wie eine halbe Stunde, weil das so... Ja, weil du nichts machen konntest. Moment mal. Ich glaube, ich werde mir mal so einen Trank kaufen. Ja, die haben auch ein interessantes Sortiment. Also, die haben echt viel anzubieten. Ich glaube, wir sollen zu dem Schmied gehen. Der hat vielleicht was. Hast du ja auch einen Trank gekauft? Ja, du hast einen. Ja. Jetzt hast du zwei. Hab ich. Sollen wir vielleicht insgesamt mehr kaufen? Ich will erstmal zum Waffenhändler da hinschauen. Shit! Wie komme ich wieder zurück zur Karte? Moment. Hüpf. So. Du verlierst jeglichen Fortschritt. Wie auch immer. Schmied! Da wollen wir hin, habe ich gehört. Schmied, hast du was Schmied. Für uns? Der hat gar nichts. Okay, man muss die Waffen mal so scheinbar... Wir gehen jetzt rein. Ich will da nicht nochmal rein. Ich hab Dinge gesehen. Das ist so eklig hier. Was? Das ist nur sein Herz da oben. Siehst du's? Oh ja. Ja. Da drin ist bestimmt warm und flauschig. Da ist deine Waffe, was auch immer das ist. Was kann die eigentlich so? Die gibt Verteidigung dazu. Hab ich ja so wenig. Verdammt, der Stick. Der ist so schlecht. Naja, er sieht auch nicht gerade... Ich wollte ihn auch nicht. Ah ja, und genau bevor wir es vergessen, mit Y kann man dann noch da so zuschlagen, kann man so verschiedene Kombos machen. Ja, stimmt. Ich bleib bei dem Schwert hier. Zing, zing, zing! Ich bleib bei diesem komischen Knüppel hier. Oh, und dann sollen wir da reinschauen, denn die Lady hat gesagt, sie hat genauere Informationen über die Tiere. Vielleicht können wir da herausfinden, was dein Chamäleon-Freund macht. Ja! Chamäleon-Freund, Melli. Naja, genau. Das ist Chamäleon Melli. Ja, wegen Melion. Melli. Macht Sinn, ja? Sag nichts gegen Melli. Der goldene Wal bringt dir mehr Mädchen. Gold. Okay, was bringt dein Viech? Seepferd? Seepferd? Nein, da steht ganz klar Chamäleon. Lässt dich schnell durchs Wasser bewegen. Also klar. Für mich ist und bleibt es ein Chamäleon und es heißt Melli. Hä? Ich hab meinen Freund weggeworfen. Ich auch? Hä, aber warum? Das sollte noch mehr wert sein. Ups. Ach, weil wir gerade... Ach so, ich dachte gerade schon... Ich dachte gerade schon, werden wir... Und schau, wie lieb sie uns haben. Ja! Melli! Wie heißt deiner eigentlich? Hat der einen Namen? Wali.
Wally und Melli. Ich weiß nicht, daran kann man noch arbeiten. Aber gut, liebe Leute, ich würde mal sagen, unsere Revanche mit der Katze, wir haben volle Leben. Was? Yeah. Warte, kann man da hinten eigentlich noch rein? Nee, kann man nicht, oder? Boop. Der Schmied Boop. Hat gar keine Informationen für uns, der war Lügner. Boop. Und du hast Gold bekommen. Boop. Und man kann ja nur noch links das Teil verlassen. Boop. Boop. Vorsicht, sonst haut er dich mit seinem Hammer. Boop. Boop. Ich gehe da mal. Okay, liebe Leute, ich würde mal sagen, wie wir uns in den Stromschnellen schlagen werden, sehen wir... Was ist das da oben? Diebesladen. Oh. Im nächsten Part von Castle Crashers. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.